ich nehmen soll. Überhaupt nicht sicher. Überhaupt noch nicht. Glaube, ich nehme aber Storm. Bin mir aber nicht sicher. Digga, schön. Jetzt dürfen wir unseren Charakter ein bisschen mehr ausbauen. Wieso schaut der so aus wie einfach für... Das schaut ein bisschen aus wie Zac Efron, oder? Ein bisschen, oder? Ja, kann man schon vergleichen. Der hat mir so gefallen. Der hätte mir wirklich gefallen. Nee, der schaut so milchbubemäßig aus. Da hat den immer. Ja, den Namen können wir auch lassen. Passt. Also, da passt. Also, Rufsignal. Ja, das geht schon. Leute, jedenfalls, so heiße ich auch auf der Xbox und. Ich bin wirklich froh, wenn ich mir eine Einladung schütze wegen Anthem. Ich bin froh, wenn ich Spieler habe, mit denen ich spielen kann. Anthem wäre richtig nice. Ist recht, wenn ihr mit Zuschauern auch noch spielen könnt. Wäre ideal für mich. Würde ich urfeiern. Zurück in Fort Tarsis, der letzte Halt an der Grenze von Bastion. Schaut mir so basalmäßig aus. Ich hörte, du warst fleißig. Du weißt ja, wie das ist, Zoe. Ein weiterer Tag, eine weitere Katastrophe verhindert. Was hast du diesmal gemacht? Nichts. Meiner Rüstung geht's gut. Wahrscheinlich. Willkommen wahrscheinlich. Du solltest bei meinem Verstärker in der Enklave vorbeikommen. Damn. Stimmt etwas nicht? Nein, im Gegenteil. Macht Spaß. Komm einfach vorbei. Ah, Legion of Doom freigeschalten. Na, fix. Kann man öffnen. Sturmgewehre rein vor leichte Maschinengewehre. Ah, da kann ich zum Beispiel nichts machen. Was kann ich da machen? Ah, zerlegen, Schrott verschieben. Auch interessant. Komponenten. Okay, da haben wir auch noch gar nichts. Rüstung. Auch noch nichts herstellen. Das könnte ja doch vielleicht mal was Gutes sein. Aha. Damit werden wir uns wahrscheinlich eh dann später noch befassen, wenn wir dann auch mehrere Sachen haben, damit wir da jetzt das oder das. Interessant. Ja, jedenfalls schauen wir uns mal auf dem Markt ein bisschen um. Ob man da jetzt... Das ist ja auch einfach quasi dieser Hauptpunkt, wo man sich ja einfach... Wo man einfach so chillt, wo es einfach richtig schön ruhig ist, wo man chillt, wo man Sachen craftet und alles, wo man teilweise quasi auch jede Menge Stunden damit verbringen wird, dass man diesen Anzug oder diesen Anzug so verbessert, freischaltet, dieses Item, wie bastel ich mit dem und dem. Aha. 20. Ja, in einer Woche wird das, ja, das wird gehen in einer Woche. Schwachpunkt-Spezialist, vollbringen, besiege Gegner durch Treffen ihrer Schwachpunkt. Ja, das ist aber auch einfach. Das sollte sehr einfach sein. Aha, das ist aber auch nicht schlecht. Also da haben wir dann definitiv eh immer auch was zu tun. Ich kann noch nicht versprechen, ob ich... Ich werde oft spielen, aber so oft werde ich wahrscheinlich jetzt auch nicht immer Zeit haben. Ich werde vielleicht trotzdem immer hin und wieder mal so eine halbe Stunde, Stunde doch vielleicht dann noch extra investieren, nicht nur. Ein paar mehr Aufträge würden dabei helfen. Wem sagst du das? Ich werde das jetzt halt mal da das so machen. Ich glaube, das ist aber eine Nebenmission, da kann man das eigentlich gut starten. Ja, ja. Hey, komm mit was zurück, womit du angeben kannst, okay? Ah, Baupläne zum Beispiel. Na, schau. Hi.
Ich will schon wieder raus. Du hast es gemerkt, oder? So ein Wobbeln. Da wobbelt was, oder? Alle Werte liegen im Toleranzbereich. Wenn du nur einmal im Leben deine Zahlen vergessen könntest, hier läuft was schief. Die Verbindung ist etwas wackelig. Wie quantifiziert man wackelig? Man kann das nicht quantifizieren. Oder messen oder zählen, das geht nicht. Es ist ein Gefühl. Ist alles okay hier, Owen? Naja, bei der letzten Mission hat sich der Kryptostuhl ein paar Mal ziemlich merkwürdig verhalten. Alle Werte liegen im Toleranzbereich. Okay, wie du meinst, aber wenn du es ignorierst und es geht was schief, dann... Ich hole einen Arkanisten. Er soll eine Inspektion durchführen. Dem Stuhl fehlt gar nichts, oder? Nein. Warum musst du... geil. Was meinst du damit? Ich habe ja einen Gefallen getan. Hast du eine Ahnung, wie stupide das Leben als Fortkrypter ist? Nie arbeitet sie mit Freelancern. Niemals sieht sie die Welt mit den Augen von Javelin-Piloten. Nein. Weißt du, was sie macht? Sie übermittelt amtliche Mitteilungen von früh bis spät an Krypter in der Hauptstadt. Tag ein, Tag aus, ihr Leben lang. Manche mögen es so. Nicht jeder taugt zum Freelancer. Den Spruch kenne ich. Aber du musst zugeben... Mit Partner wäre die letzte Mission besser gelaufen. Ich hab ja dich. Jeder gute Javelin-Pilot braucht einen Krypter. Das meine ich nicht. Hör zu, wenn ich einen eigenen Anzug hätte, dann könnte ich mit dir auf die Einsätze gehen. Geduld, das kommt schon noch, wenn du mehr Erfahrung hast. Versprochen. Na gut. Ich würde es feiern. Ein zusätzlicher Javelin ist eh nicht drin. Und Jobs gibt's auch keine. Uns fällt schon was ein, wie immer. Ja. Tut es dir leid, dass du die Glanzzeiten verpasst hast? Als Freelancer noch als Helden galten? Der Jobs kaum retten. Und wo sie hinkamen, ernteten sie Respekt. Und kriegten Sandwiches. Sandwiches? Ja, ich bin übrigens am Verhungern. Nur, wir sind pleite. Für Sandwiches reicht's noch. Auch wieder wahr. Weißt du was? Geh du doch mal rüber zur Schmiede. Lass deinen Javelin einstellen, dann sind wir bereit, falls vielleicht doch ein Job reinkommt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und da müssen wir unbedingt da gleich mal vorbei schon zur Schmiede. Ich bin wahrscheinlich auch der Einzige, was zur Schmiede geht, weil es das sonst gar nicht gibt. Aber es sind eh relativ... Ah, da ist ja auch ein Javelin. Na schau, sind wir eh nicht die Einzigen. Aber es gibt eh genug Leute. Immer eh nicht gedacht, dass so arm können sie auch wieder nicht sein. Ah, arm werden sie hier sein, aber... Owen, kann ich dir helfen? Was meinst du damit? Du hast mir eine Nachricht geschickt, komm zur Schmiede. Ich hab gar keine. Warum sollte ich mich hier treffen wollen? Irgendwas stimmt nicht. Ich muss Sie sprechen. Mein Name ist Tessin. Oh, hi. Reisen Sie immer mit Eskorte? Nicht immer, aber Sentinels sind nützlich. Naja, immerhin ein starker Auftritt. Ich habe einen Job für Sie, Freelancer. Vor einem Job wüsste ich gern, für wen ich arbeite. Wirklich? Wie ich höre, nehmt ihr zwei zurzeit so ungefähr jeden Job an. Um was geht's? Ein Arkanist ist verschwunden. Ich denke, die hocken nur rum und erforschen Gestalterrelikte. Matthias Sumner forschte an Relikten in Ruinen nahe des Forts. Und sie sollen ihn finden und in Sicherheit bringen. Wenn er klar, wieso nicht? Keiner weiß mehr über die Gefahr von Gestalterartefakten. Ich bin mir sicher, dieses Wissen und seine Kreativität helfen ihm, bis sie ihn finden. Und Freelancer? Würde sich rentieren. Owen, dann heißt das wohl wieder Freelancer. Für uns jedenfalls. Ja, Mann. Ist doch spitze. Ich mach die Diagnosen. Sag Bescheid, wenn's losgeht. Hat mich gefreut. Ich bedanke mich. Auch im Namen von Matthias. Okay, und wenn ich ihn... Finden Sie ihn. Glauben Sie mir. Es hilft sehr, mich zu kennen. Alles klar. Das ist aber ein ordentlicher Javelin. Der schaut sehr, sehr gut verbaut aus. Neue Schmiede. In der Schmiede kannst du neue Ausrüstung und Waffen anlegen. Das Aussehen des Javelins individualisieren und neu ausstatten. Perfekt. Aber... Ah, da muss ich... Ah, mit dir quatschen können wir aber auch. Servus, Gesti. Schau an, wer in einem Stück zurück ist. Zoe, hast du mich in mehr als einem Stück erwartet? Bei dir? Ach, Quatsch. Nehme an, du hast Arbeit für mich.
Es ist immer eine gute Idee, deinen Javelin nach einem Einsatz zu überholen. Was hast du diesmal gemacht? Meine Arbeit, was sonst? Du weißt am besten Bescheid. Ja, so. Nichts, was du nicht reparieren kannst. Oh. Schmeicheleien, hä? Huh? Da draußen muss ja ganz schön was los gewesen sein. So krass war es nicht. Auf deiner Krassskala oder auf meiner? Scar, Bestien, Reliktunfug. Manche Leute bleiben lieber auf dieser Seite der Mauer. Andere hingegen? Ha, da dir das öfter zu passieren scheint, solltest du besser vorsichtig sein. Mein Javelin schafft das. Vorsicht. Hält mich am Leben. Javelin auf der Show. Dafür hat man ja einen guten Javelin. Und eine Expertin für die Reparatur. Oho. Ich werde ein paar Wartungschecks durchführen. Um diese Kavaliersattitüde auszugleichen, werde ich extra gründlich sein. Na dann. Ganz lieb. Ganz lieb, also das haben wir ja schon mal richtiger Speichellecker. Also, jetzt dürfen wir wahrscheinlich auch entscheiden, welchen von den vier, oder? Also, Storm Ranger, Colossus oder Interceptor. Ich werde mich definitiv einmal für den Storm entscheiden. Vielleicht das nächste für den Interceptor, ich weiß nicht. Colossus wird mal der letzte sein, weil ich einfach nicht so der Typ bin für sowas. Oh, yes. Yes. Dann außer mit uns. Das sieht ja mal um einiges. So, einmal da. Okay, und erstellen können wir eigentlich auch nichts. Auch interessant, gesperrt. Okay. Aussehen zum Beispiel. Ja, genau. Zeig mal den Helm her. Aha. Schaut aber. Die Steppe, die schaut aber gut aus. Bist du narrisch? Hat aber gut ausgeschaut. Muss man schon sagen. Muss man schon dazu sagen. Hat gut ausgeschaut. Ich frage mich aber auch. Aha. Okay, gut zu wissen. Entweder ob man die Münzen dann brauchen. Also, fangen wir an. Aha. Okay, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Na gut, passt dann. Hätte ich gesagt, außer mit uns. Außer da, außer. Und auf zu irgendeiner Mission. Aha, da können wir jetzt. Ah, da werden wir jetzt wahrscheinlich über eine steigen, gell? Genau. Könnte zwar ein bisschen zart werden, wenn der jedes Mal da eine steckt, aber das sollte jetzt nicht allzu. Aha, bereit. Spieler einladen. Ja, ich bin definitiv für öffentlich. Also das kann Banner modifizieren. Pilotenlevel, okay. Schwierigkeitsgrad. Ah, na schau. Na schau, gleich mal auf 30. 30, 30. Das ist auch interessant. Okay, und sieht man da wahrscheinlich. Ja, da sieht man jetzt ein bisschen auch was von der Welt. Schaut jetzt zwar nicht wirklich jetzt riesig aus, aber muss jetzt nicht heißen, dass jetzt nur dies ist. Vermisster Akanist und let's go. Aha, Spielersuche macht er gleich automatisch auch dazu. Der. Ist aber auch wieder eine gute Frage, ob alle gleichzeitig dann starten zur Mission oder ob da jetzt quasi da so getrennte Sache jetzt da stattfindet, beziehungsweise ob ich da jetzt nachhüpfen muss zu einer, dass ich da jetzt alles überspringe und so von der Storymäßigen her, oder ob die wirklich jetzt alle genau an den Zeitpunkt da beginnen, wo ich dann auch beginne.
Weil verpassen wollen wir ja jetzt eigentlich auch nichts von der Story. Aber im Team kannst du... Also allein schon wegen uns, weil der Storm ist ja doch eher fürs Team aufgelegt. Mit seinen Eis und Blitzkräfte und... Ich frag mich, ob er auch die Attacken quasi tauschen kann. Also dass man da vielleicht andere Sachen nimmt, dass man da vielleicht mehrere Möglichkeiten hat. Also, okay, ja, wir haben unsere Javelins, aber ob die eigenen Javelins jetzt auch da so ein bisschen was tauschen können. Damn, Level. Bereit, dich hineinzustürzen? Ja, oh ja. Yeah. Dann lass diese große, beängstigende Welt nicht warten. Unser Auftrag besteht darin, den Arkanisten Matthias aufzuspüren. Tessin hat uns die Position gegeben, an der er sie das letzte Mal kontaktiert hatte. Damn. Ah, perfekt. Die zur Verfügung gestellten Koordinaten sind nah. Ich empfange den Kurzwellenfunk des Lagers. Kaputte Ausrüstung von Arkanisten. Und der. Oh, geil. Was hast du da? Ja, der macht's anscheinend eher für uns. Passt. Warte mal. Hab da noch ein Signal. Gleiche Frequenz. Dann gibt es mehr als einen. Aha. Der schwebt und dann kann man das so herumschießen. Ich habe eine neue Fährte. Für besseren Empfang müssen wir zum Ort, den ich auf der Karte markiert habe. Alles klar, das... Warte, da werden wir das sich natürlich das mal schnappen. Hochintelligent und leichtsinnig. Er genießt einen gewissen Ruf unter den Arkanisten. Kein guten. Wie man einen schlechten Ruf bekommt, steht in Kapitel 1 des Freelancer-Handbuchs. Geil. Ist auch nicht schlecht. Das ist aber auch geil. Das Funksignal wird stärker. Matthias hat eindeutig mehr als ein Lager aufgebaut. Transport zum... Warte, bin ich schon in der Nähe, Arkanisten lokalisiert. Weiß. Und immer noch keine Spur von Matthias. Such nach allem, das uns bei der Suche helfen könnte. Ah, da haben wir dann auch sowas in der Richtung. Genau, irgendwas das in der Nähe. Irgendwas dort in der Richtung ist schon mal, das wissen wir. Ah, da sehen wir es eh schon. Ah, das ist dann zu viel. Ah, das wird es wahrscheinlich sein. Signalgerät gefunden. Wir können es benutzen, um Matthias zu finden. Klar, gern. Aktivier! Nice! Ist zu still. No, fuck! Ah, Arschusswaffen! Das geht auch! Das ist kein Problem! Komm, okay, mal den hier! Na wart! Das könnte der Verstärkung den Weg abschneiden! Lester bedeuten Leska! Verstanden! Derb! Kann man auch Waffe tauschen oder? Na gut. Ich fummel am Funksignal rum, um die so, Arschusswaffe ist einfach nicht meins. Natürlich, steht eine Menge auf dem Spiel, ich weiß. Wow, der Teleport. Ja, endlich können wir uns teleportieren. Yes, Mann! Perfekt. Und tschüss. Ich bin geil mit dem Blitz. Wahnsinn. Warte, muss ich aber mal Eis sammeln. Ach, der schießt uns schon wieder. Und warum können wir den hier? Mal da rauf. So, zack. Zack. So funktioniert das. Ich habe nicht einmal gecheckt, die Aktion da gemacht gehabt. So. Und tschüss. Wow, Teleportation ist geil. Ja, muss man aber noch viel üben. Rüstung ist beschädigt. Schön zu wissen. Aha. Ja, das wollte ich überhaupt mal kurz ausprobieren.
Wollte ja auch mal ausprobieren. Wollte ihn ausprobieren. Fertig. Hier ist Arkanist Matthias Simmer. Die Ska haben ein Lager angegriffen. Brauche sofortige Unterstützung. Matthias, wo bist du? Er hat dich nicht gehört. Aber ich glaube, ich habe noch ein Lager gefunden. Okay, dann los. Nice. Hat sich Matthias noch einmal gemeldet? Nichts. Und ich habe das Funksignal gerade verloren. Kann man auch, damit wir ein bisschen länger durchhalten. Warte, hab einen gefunden. Also das mit der Transportmission finde ich ein bisschen zart. Weil was ist, wenn ihr heute halt ein bisschen länger braucht, dann brauche ich halt ein bisschen länger. Tschüss. Ich habe nie eine so hohe Ska-Aktivität gesehen. Was ist hier los? Weiß auch nicht. Ist aber kein gutes Zeichen. So, das mit dem Schweben ist ja gar nicht mehr so schlecht, muss man sagen. Aber ich komme damit überhaupt nicht klar. Ich komme damit nicht klar. Mehr Ska im Anmarsch. Sieht aus, als nutzen sie Tore. Die hasse ich. Echt unfair. Aber gleich mal Blitze, das gibt's ja nicht. Dass da so viele sind, gibt's ja nicht. Wir müssen schon längst alle weg. Oh, süß. Und eingefroren. Würde ich aber vielleicht sogar tauschen, die Attacke. Muss ich ganz ehrlich sagen. Würde ich sogar tauschen. Signalverstärker funktioniert. Ich gehe die Stufen hoch, suche nach einem Versteck, werde von Ska verfolgt. Matthias? Er kann uns immer noch nicht hören. Ich habe die Koordinaten. What the fuck? Okay. Nice. Also wenn man da auch noch mit den anderen Javelins da so herumfliegt, ist das so geil. Das kann sowas von. Ich frag mich zwar, wie die das teilweise auch machen mit dem Fliegen und so, dass die länger fliegen können und so, aber ich glaube, die machen auch teilweise einen richtigen Sturz. Aha, na wart, Leidl, da müsst ihr sammeln. Da müsst ihr sammeln, Leidl. Das ist ganz wichtig. Ah, da haben wir aber auch was. Ah, okay, ja. Oder auch nicht. Der Arkanist ist nicht im Lager. Warte. Ich habe eine Idee. Wir sind dem Signal dieses Funkgeräts gefolgt. Die Ska haben es schön. Da vorne kläre mal. Perfekt. Und wenn ich dann auch noch eine Automatik hätte, wäre das noch um einiges einfacher für mich bei den Schweben. Warte, machen wir gleich mal den hier. Was passiert da mit den Ska? Irgendwas hat sie. Oh, nice. Der! Das war richtig geil mit den Elementen und so alles. Bombe! Also schweben tut der aber schon lang, wenn der da herumschießt. Muss man auch dazu sagen. Zugriffsklappe offen. Ich beginne mit der Reparatur. Owen, das sieht nicht aus. Ah, das ist auch nicht schlecht. Perfekt. Ist eine Reparatur möglich? Ja, ein geschränkter Spawn. Nett. Zack. So, gehen wir den hier. Oh shit. Na wart. Bevor wir da gleich mal gehen. Kein Schild. Kein Problem. Bevor ich da einfach nichts tue, will ich auch gern. Ja, ist schon vorbei. Ist schon vorbei für uns. Passt. Dass wir wenigstens irgendwen abgeschossen haben, oder? Passt. Warte mal ab, bis da mal da einer. Jo, genau, gib er. Recht hast. Da ist immer auch keiner. Wie schön. Let's. Tag noch voll. Wir haben einen großen. Wohl. Oh, der. Nicht schlecht. Wie schön. Und dann ist er. Ist ja nichts. Das ist ja kein Gegner für uns, gell? Okay, ich glaube, ich hab's. Bist du dir sicher? Ziemlich sicher. Na dann. Es funktioniert.
Ich habe eine Position. Ich schalte Matthias dazu. Ich rufe alle in diesem Gebiet. Ich benötige Hilfe. Die Scar sind überall. Es funktioniert. Matthias, kannst du mich hören? Ah, er kann aber auch höher. Auch interessant. Büste, bei dir. Wunderschön. Das Wetter ja auch und so alles. Da muss ich mal kurz abbrechen. Aber was haben wir denn da Schönes? Oh, nett. Und auf die. Das ist zwar nett. So machen sie es. Ah, das, ja, das war nicht mit Absicht. Hat sie auch gehört. Ach du Scheiße. Ich wollte sogar noch auf B drücken, damit da ausweicht, aber egal. Kann passieren. Ich empfange sein Funksignal. Ist du in Ordnung? Ein bisschen lediert, aber es geht. Siehst du die Rampe da vorne? Die mit der Statue? Geh da hoch. Irgendwelche Scar in deiner Nähe? Siehst du was? Hatte ein paar brenzlige Situationen. War knapp. Sie sind ganz schön unnachgiebig. Hey, was ist das? Ich habe ein paar Kanister gefunden. Könnten nützlich sein. Mach keine gefährlichen Experimente. Sie sind da. Das wird eine okay, kann man nichts sammeln. Ich glaube, du solltest dich beeilen. Hätte ja vielleicht sein können, dass wir ja irgendwas kriegen zum Sammeln. Das ist gut. Dass es irgendwie hier auch vielleicht versteckte Items gibt. Kann ja möglich sein, oder? Kann ja möglich sein. So, gib er. What the fuck? Da. Passt. Ah, da vorne. Na, what? Ah, trifft leider nicht. Danke schön. Ja, hat die getroffen. Passt. Perfekt. Was Automatisches wäre halt richtig nice. Ja, Schild ist down. Da muss ich wirklich recht geben, dass der wirklich schnell down geht, der Charakter. Das war ein super Schild, aber down geht der richtig, richtig schnell. Das recht mit der Waffe. Ja, da liegt halt hin und wieder auch die Waffe dran. Tschüss. Aufpassen, wir brauchen dann eine Heilung auch noch. Da kommt noch mehr. Oh fuck. Perfekt. Warte, da mal dann auch gleich mal an. Machen wir gleich mal vereisen hier, damit wir gleich mal ein leichteres Spiel haben hier. Perfekt. Und da bauen wir dann eh auch schon Heilung. Da helfe ich gleich mal. Machen wir gleich mal hier einen Blitz, das gibt's ja nicht. Machen wir den hier. Der bist du narrisch. Da bist du, Eppert. Holy shit. Da mal wirklich Gas geben. Ich glaube, ich sehe sie. Einen Moment. Ich bin in Ordnung. So tief in den Ruinen war ich noch nicht. Flieg einfach weiter. Ich bin fast da. Oh, die gehen jetzt schon voraus. Den interessiert es gar nicht, was das sonst doch alles ist. Weil die werden es wahrscheinlich schon zum 10. Mal gemacht haben. Die Hauptkammer ist gleich da vorne. Es ist unglaublich. Ah, perfekt. Ah, wie schön, dass wir das eh auch gekriegt haben. Warte, da ist aber noch eins. Dürft ihr nicht vergessen. Genau. Ah, muss man eh nur so ein bisschen in der Nähe sein, dann kriegt man es eh schon. Okay, da eine Scheiße voll drauf. Auch interessant. Ah, da vorne haben wir es gleich mal. Ein Wort. Perfekt. Ah, da machen wir natürlich immer die Blitze mit Smeyers an. Ja. Passt. Oh, fuck. Ah, die Blitze wären in dem Fall nicht schlecht gewesen. Mittel, um sich zu vermehren, wenn es nötig ist. Yep.
Blitz. Perfekt. Ah, nette Combo. Warte, die treffen wir das schon. Ha! Immerhin. Hey, den hat wieder vergessen, oder was? Ach, gib ihm. Na, warte. Wie hast du die denn so sauer gemacht, Matthias? Mit dem Jana? Was? Tschüss. Den tun wir auch noch weg. Sicher. Machen wir mal den hier, bevor es mich der kleine Meier machen wollen. So. Ah, da wollen wir natürlich mal hier einheizen. Egal. Zack. Damn, nicht schlecht. Tschüss. Oh. Ja, da haben wir gleich mal an. Tschüss. Ha. Ach, hier Schmarrn, den wollte ich einfach. Ja, perfekt, eingefroren. Super. Warte, kriegt er mal gleich mal den hier. Das Ding will einfach nicht sterben. Passt. Der. Geil. Hinter uns sind auch noch welche, gell? Das ist super. Und ich muss weg. Sonst geht er noch mehr. What? Da machen wir gleich mal einen Blitz hier, weil das gibt's ja nicht, dass die da die ganze Zeit auf uns schießen können. Darf nicht sein. Ah, perfekte Schuss. Gibt's einem. Passt. Jetzt lass uns den Rest von ihnen erledigen, okay? Sicher. Ah, da haben wir ja eh schon an. Gut, tschüss. Oh, genau daneben. Fick dich. Oh. Er schießt sofort drauf, wenn man da kommt, das ist ein kleiner Gegner. Ich glaube. Ich glaube, wir sind fertig. Alle sind in Sicherheit. Diese Ska. Ich weiß nicht, was ich von ihnen halten soll. Arkanisten und Ska geraten oft wegen Gestalterruinen aneinander, aber nie so heftig wie dieses Mal. Das muss ich Tessin berichten. Bitte, ich muss zurück nach Fort Tassis. Wäre auch interessant, ob man da vielleicht auf Automatik und auf einen Schuss wechseln kann oder auf drei Schuss. Das ist auch eine gute Frage, ob man das irgendwann mal machen kann bei irgendeiner Waffe. Ah, oh, jetzt werden wir sicher auch sehen, was wir so alles Nettes kriegen und alles. Ich würde mich aber auch freuen, wenn man vielleicht quasi auch so einen Unterschied sieht, wenn ich jetzt sage, wir hätten das Spiel jetzt auf schwer, also die Mission auf schwer gespielt. Was es dann für einen Unterschied gegeben hätte am Loot. An Loot, das hätte ich mich. Ja, Stufe 4, auch interessant. Das ist wahrscheinlich erst ein leicht, mittel und dann schwer gespielt haben. Also jetzt halt mittel und dann schwer. Hat einer. Aha, ist auch eine gute Frage. Wieso der eine mehr und der andere weniger? Ja, wahrscheinlich auch wegen der Klasse. Wegen die Kombos zum Beispiel. Kann gut möglich sein. So, Freischaltung. Ah ja, voll, wir können jetzt noch einen haben. Da wäre ihm aber definitiv dann... Aha. Ja, da werde ich mir aber das alles mal aufheben. Ja, eher zur Schmiede. Dass wir da gleich ein bisschen was machen können. Beziehungsweise, dass wir auch eine Waffe wechseln können. Wäre auch nicht schlecht. Ah, das will ich sehen. Sowas will ich sehen. Ein Pistonage. Schildverstärkung oder Rüstung? Bei dem Charakter definitiv die Rüstung. Also bei so einem Charakter definitiv die Rüstung. Weil der ist sonst nonstop, der ist gleich abgeschossen.
In dem Fall Werkzeugtipps. Aha. Javelins. Aha, okay. Cortex, okay, alles klar. Okay, dann müssen wir da mal rausgehen. Ist natürlich auch wieder eine Frage, wie viel Unterschied macht es dann eigentlich überhaupt aus, wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt die Rüstung halt mehr auf Top oder den Schild. Wäre auch interessant, wie sehr das jetzt halt dann Unterschiede macht. Beziehungsweise, das Storm hat mir richtig gut gefallen, aber ich habe gemerkt,